Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Runde von Battle for hallo. One. Dennis ist heute noch König und ich werde ihn im Pro Evolution Soccer 2017 herausfordern. Ich weiß ja nicht so ganz, welche Mannschaft ich nehme. Ja, was heißt eigentlich A, B und so weiter? Das ist die momentane Form, die passen die an, der Spieler. Also wenn die halt gut spielen, in echt, dann kriegen die halt hier... Arsenal, ne. Man Red? Der... Ich glaube, ich nehme mal Man Red. Also Manchester United. Die müssten doch momentan... Die haben gerade den Europapokal... Europa League haben die gerade gewonnen. Da haben die nur ein B. Okay. Bald nur Europa League, wa? So, warum ist noch in Afrika unterwegs? Ich bin gleich... Komm, ich spiele mit Deutschland. Deutschland, oh. Das ist eine gute Mannschaft. Ja! Ja, so, wir spielen ein ganz normales Spiel, 1 gegen 1, über 12 Minuten, also 2x6 pro Halbzeit. Sollte es keinen Sieger geben, wird Elfmeterschießen kommen. Joa. Ja, gespannt. Also, wir spielen halt Pro Evolution Soccer, FIFA ist schon gekommen. Ich weiß, da werden wieder die Kommentare kommen mit hier, FIFA ist besser. Mir gefällt Pro Evolution momentan einfach besser, weil es Abwechslung ist. Ich würde gar nicht mal sagen, dass FIFA besser ist oder Pro Evolution besser ist. Einfach nur anders. So, Bram, bist du bereit? Ich bin mega ready. Alles klar, los geht's. So, komm, Henrik. Eine kurze Frage. Wer ist hier der wichtigste Mann auf dem Platz? Ibrahimovic. Nein, machst du was nicht. Ich hab dummerweise... Es tut mir leid. Oh Gott, der war da drin. Nein, nicht jetzt schon! Oh, nicht jetzt schon. Ich werde. Kannst du mal. Nee, Moment, du kannst das gar nicht. Ich kann leider nicht. Wenn ich einen Ball habe oder aus oder so, werde ich mal Pause drücken und den Kommentator ein bisschen leiser machen. Oh, weil doch, das ging. Systemeinstellungen. Weil da würde mal drüber gemeckert, dass der zu laut ist. Ich habe den jetzt mal auf 1 gemacht, sodass man den noch ein bisschen hört, aber hoffentlich nicht so wirklich. Okay. So ein Hintergrundrauschen, so wie Bela. Ja, das. Sonst ist das so ganz ruhig. So, Neuer. Guck mal nach vorne. Kopfball! Gomez! Jawohl, richtig schön gemacht. Nein, jetzt nimm das hier den Ball doch nicht abnehmen! Sei doch nicht scheiße! Shit. Oh! Unten! Jawohl. Pogba. Oh, der wäre fast angekommen. Jetzt aber hier, zack. Und jetzt rennen. Nein, nein. Der ist ganz frei! Nein, ich hätte noch einen runterpassen müssen. Ich bin so eine Muschi. Scheiße. Wieso habe ich das denn vorher nicht gesehen? Ja, das ist halt immer so, wenn man spielt, ist man irgendwie immer, weiß ich nicht, nervös oder was weiß ich. Oh, komm schon, den kriegst du noch, jawohl. Tut nicht! Fuck. Du nicht? Jawohl. Oh Mann! Ist okay. Renn noch schneller! Na also. Oh, easy going! Nee. Den Ball her. Alter. Das war. Seitenwechsel der Vogel. Über den Schlappen gerutscht. Ach. Ja, aber das passiert schon mal. Den hab ich mit dem Außenriss erwischt. Ey! Ich hab. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich hätte einen Ball. Boah, das war knapp. Ibra, der war im Abseits. Ja. Ich find's halt so geil, dass der den auch einfach volle nimmt und da voll drauf knödelt. Das ist halt Ibrahimovic. Das ist so geil, der Junge. Oh, ich glaube, der ist hart verletzt momentan. Das hätte ich gesagt gar nicht. Und. Hoppala. Boah, Alter, der geht richtig fliegen dabei. Ja, mein Jawohl. Spieler hat auch gar keinen Bock, da hinzugehen. Ach klar. Das war ja irgendwann richtig, richtig krass. Direkt auf die Bank setzen, alle. Ich hätte aufs Tor spielen sollen. Hätte ich einen dicken Torschuss gehabt. Ja, genau. Das fehlt auch noch, dass man halt den Torwart selber steuern muss. Ich glaube, da werden viele Leute hart am Arsch. Lauf doch, nicht neben mir stehen bleiben. Nein, bitte nicht! Ich wollte doch gerade abspielen! Boah. Schiedsrichter, das war so weit von 11 Meter. Warte, warte.
Okay. Müller. War ja nicht angepasst. Nein, was hab ich getan? Alles gut. Leute, Alter. Das war ein Tötungsversuch. Was? Nett war das. Ach, Pogba, komm, ich weiß, du kannst es besser, aber ich kann nicht besser. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss ruhiger spielen, aber jedes Mal, wenn ich den Ball habe, denke ich mir, du musst ein Tor machen. Tu's doch, nein. Oh Gott, Deutschland sind doch Idioten mit mir am Steuer. Ey, oh, das war gut. Da war ein Foul. Wieder war faul hier, ne? Schwalbe, Straftor für dich. Da stimme ich daneben. Also. Nee, ich bumm's denn jetzt. Komm, Gomez. Stell dich dahinter. Komm schon, Zeit mit einem. Zlatan! Boah, gut verteidigt. Lol, der hat den Ball nicht mitgenommen? Oh, shit. Ah, ja. Nein! Geklärt. Der wäre so gut. Niedrige Flanke. Was ist denn da los, halten. Jungs, ey? Ich weiß schon, warum United nur Europa League spielt. Achso, der Uli, der wieder gesagt hat, oh shit! Der Pass ging nicht durch. Losers Cup. Komm, Zlatan! Oh, der Pass war einfach scheiße. Alles gut. Kommt, Jungs, könnt erstmal ganz geschmeidig zurücklaufen. Weil wir nach vorne. Langer Abschlag, jawohl, easy hier. Ja, komm! Achso, das war Abseits. Ich glaube, die Abseitsfalle, wo... Ja, natürlich, berühmte... Ganz ja sicher! Berühmte Manchester Abseitsfalle. Hast du sogar meinen Schuss eingefärbt, richtig? Der grüne war noch drin, der rote war draußen. Ja, ich... Über so eine Ampel. Ja. Hier, komm, wieder nochmal, dann musst du Probost Pause. Nein! Alter! Nein, Tag, ist die Kriegsführung hier. Komm schon! Bitte, Müller! Sei geil! Sei richtig geil! Das ist doch! Gut geklärt, meinst du? Alles. Alter, da kommt Boateng angeflogen. Boateng! Jetzt klären! Boah, Alter, was ist denn hier los? Oh, bitte! Hol den! Schützen! Spiel doch früher ab, Mensch, wenn ich drücke! Dann machst du nicht nur drei Schritte. Oh, Schützen! Abwehrfehler! Das nein, Thomas! Der stand eben abseits. Boah, voll die Echsen hier für mich. Okay, alles gut, Sabran. Einen ganz geschmeidigen, locker flockig nach vorne. Nein. Ich brauche einen anderen Spieler, da. Nee, da geht er wieder nicht in den. Boah, da habe ich ein bisschen wieder. Müll! Neuer! Müll! Ah, schön. Ja, richtig, richtige Entscheidung, ey. Der Boateng da reingelangt hat. Das war einfach ein gehässiger Spieler. Guckst du ja an. Der, ja. Das habe ich gar nicht gesehen. Das war doch maximal Körpereinsatz. Das war auch maximaler Körpereinsatz. Nee, du hast so leicht gestriffen oder so. Komm schon. Shit. Okay, das schon. Oh, und? Nein! Was war das denn bitte? Der steht wieder im Abseits, das gibt's nicht! Ja, mal die Deutschen und ihre Abseitsfalle. Wow, ein Trick im Zweiten Weltkrieg. Easy. Ja, die Abseitsfalle. So. Die Kampflinie. Wir müssen jetzt auf jeden Fall einen hohen Ball machen, weil du da vorne stehst. Wir müssen jetzt auf jeden Fall... Mit. Boah, richtig schön. Nice, Torschuss. Ist geil, wenn der den nicht gehalten hat. Ich wollte gerade sagen, wenn er den nicht gehabt hätte, hätte ich ganz schön geguckt. Oh, shit. Okay. Wir brauchen jetzt irgendeinen, der unten verteidigt, weil du wirst jetzt sofort nach unten passen. Haha, ich wusste es! Und deswegen bin ich da, Schlampe! Was? Aber hat nicht geholfen. Hector, ey, was ist das für ein Gaylord-Name? Oh, guck mal, ich bin der Schulde. Ich zeig dir meinen Arsch. Hier, komm mal. Oh, yeah. Nee, da läuft der mir den Ball ab. Das gibt's doch. Nein, das kannst du nicht tun! Ibra! Alter.
Ich will ehrlich sagen, ja, du spielst ja schon sweaten für mich. Ja, mir wird auch langsam warm. Wenn man sich anfängt aufzuregen, dann... Bei Ibra ist auch schon hart im Arsch, ey. Der kann gleich nicht mehr laufen in der zweiten Halbzeit. Ja, der muss nicht laufen. Neuer ist noch frisch. Der muss nur Tore schießen. Ja, so. Der rennt ja auch. Ja, so viel. Oh, guck mal, ausgespielt. Zack, Junge. Ich glaube, ich hätte... Yeah. Bei der Spieler, komm schon. Ja. Was? Da läuft er über den Ball drüber, nein! Was war das denn? Oh, den nimmt er mit dem Kopf. Was war das denn? Eierabwehr, oder was? Ich glaube, da hat es gerade hart gescheppert unten, ey. Ja, machen wir mal da. Jawohl, Bram. Meinst du denn, war doch okay, oder nicht? Ja, war ja auch okay. Halbzeit. Also es ist 0-0 zur Halbzeit. Alles klar. Schüsse aufs Tor, 4 Stück. Jawoll. Pauls, Alter. 3, ist gelogen. Läuft einfach gerade überhaupt nicht. Abgefangene Pässe. Egal. Strategie muss ich irgendwie auswechseln. Ist irgendwie schon ganz kaputt. Muss einmal gucken. So. Er ist im Arsch. Unser Marshall. Ja, der Özil, der kann irgendwie nicht mehr. Spielt nicht so gut. Valencia spielt momentan rechter Verteidiger, ne? Kann ich eigentlich auch irgendwie, wenn ich einen auswähle, den quasi... Ja. Den ein Stück nach vorne schieben zum Beispiel? Ja, du kannst das gedrückt halten. Oh cool, pass mal auf, da habe ich eine gute Idee. Weil taktisch kannst du halt gerade bei Pro Evo echt eine Menge mehr einstellen, auch wenn ich das nicht tue, aber ich weiß, du kannst eine ganze Menge mehr einstellen. Zum Beispiel bei FIFA. Ganz eigene Formation machen, so ein Kram. War klug, was ich jetzt gemacht habe. Ich möchte mal sagen, dass bei dem Pro Evo Turnier, als wir da waren, der Typ, der, ich glaube, als erstes gegen mich gespielt hat, erstmal 4 Stürmer vorne reingestellt hat. So, weil du bist noch komplett frisch. Ich wäre soweit. Du hast noch 5 Sekunden, ne? Ja, ich weiß. Okay. Ich wollte es dir nur sagen. Ich komm auch zurück. Achso, zweite Hälfte. Da muss ich noch drauf drücken. Wir können noch im Hauptmenü. Also nicht im Hauptmenü. Nee, nicht, dass du gerade mitten in deiner Aktion abgebrochen wirst. So, Anstoß Deutschland. So. Nee. Das ist nicht direkt für ein aggressives Spiel. Ja, Pressing! Hier ist Mario Gomez, ey. Das ist ja echt Gomez. Was macht der denn da? Holt den Zauberfuß, sagt er noch. Ja, in dem Moment verliere ich den Ball. Willst du mich verarschen? Er steckt ihn durch. Tu's nicht! Was war das denn? Was macht der jetzt mit der Hacke? Tu's nicht! Ich glaube es ja wohl nicht. Da nimmt er die Hacke. Manchmal ist er doch echt ein Arsch. Okay. Dann macht er das. Ich komme da nicht drauf. Klar, dann nimmt er die Hacke. Alles gut, Jungs. Das kann nicht wahr sein. Wieso nicht? Komm schon. Nein! Fuck, ey, ich bin so schlecht in dem Spiel. Boah. Ich muss jetzt irgendwie Lackertor gleich reinkriegen. Okay. War bei dem Turnier so geil. Die haben irgend so eine Taktik gehabt, wie die ganze Zeit auf den Torwart spielt. Ich check das einfach nicht. Da haben die, glaube ich, 7 Ecken hintereinander gemacht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht! Ibra, das gibt's doch nicht! Nein. Gott. Alles cool. Von links nach rechts spielen kann ich auch besser. Bitte nicht! Jetzt Alter. Press doch! Jawohl! Nein! Scheiße! Guck mal, da stellt sich die fette Sau einfach in den Weg, ey. Ey, Schiedsrichter! Hau ab da! Renn, Müller! Nein! Sei keine Was Fotze! Was machen die denn da? Scheiße.
Alter, die sind gerade voll mit dem Kopf zusammengeknallt und der rennt einfach weiter. Wieso ist mein linker Verteidiger eigentlich so weit drin und lässt den da frei? Ah. Ey, jetzt mal den Ball wieder haben! Dankeschön. Oh nein, das wird zu kurz. Boah, der sieht gut aus. Okay. Der sagt, kurze Sekunde sah der gut aus. Bitte! Team Deutschland! Irgendeiner! Sei nicht scheiße! Spiel gut! Das gibt's nicht. Ich hätte weiter laufen müssen. Wo ist eigentlich der Linienrichter? Ach, der ist da unten, ne? Der wartet die ganze Zeit oben. Ich habe eben die ganze Zeit auf die Fahne geguckt, ob der die hochgehoben hat. Wie... Wieder abseits. Na, jawohl, du hast, du hast hier Pfeil gemacht. Nimm doch den Ball an. Oh, shit. Nein! Jetzt lauf doch weiter! Oh. Ja. Komm bitte! Nein! Nicht so weit! Ich drück einfach viel zu fest gerade. Ich drück gerade alle Knöpfe! Alles gut. Nein! Ich möchte übrigens mal sagen, für den ersten Aufnahme schon 2-0 Tore hatten. Fuck. Foul. Ja, was? Hier faul? Wo denn? Ja, Ball ist weg. Ja, genau. Wow. Also der Höwe des, ja, ich hätte rot gegeben, auf jeden Fall. Darf sich da auch gerne mal eine Karte abholen. Ein Jahr Sperre, ey. Ja, vom nächsten Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Manchester United. Nimm den Ball ab! Sei kein Wichser! Sei kein Wichser! Das war Gott sei Dank ganz schön hart von dir. Hey, alles gut. Nicht so schnell. Ah, schön ruhig, Jungs. Gemütlich nach vorne joggen. Alles okay. Rechts direkt auf Niederschießen, das war Witze. Oh, Ibrahimovic hat einen Ball. Das gefällt mir nicht. Was denn jetzt? Freistoß oder Elfmeter? Oh, was passiert denn da jetzt? Nix? Echt jetzt? Guck uns das nochmal an. Ach so, ey, das war auch kein Foul. Ja, also Vorwärts schon, aber so, das war jetzt nichts Schlimmes. Ja, Freistöße kann ich total gut. Was haben wir denn überhaupt hier für Schützen? Was? Du bist Popka, bist du. Pogba. Pogba. Ich möchte ein bisschen näher ran, warum darf ich das denn nicht? Alles schade. Gut. Man hat nur alles sehr wenig gut. Zeit, den Schützen auszuwählen. Also ich konnte einmal kurz gucken, hab mir dann gedacht, die sind alle irgendwie kacke. Und weiter. Komm schon, Müller! Jetzt mach doch noch mal einen halben Fuß, du Lutscher! Da geht er nicht zum Kopfball. Wie Kagawa, der schubst immer nur. Ey! Was? Dafür gibt der Ecke? Bin ich auch nur richtig. Eindeutig war das. Oh. So, und. Nicht viel, glaube ich, oder? Ja, das so von der Stärke war halt gut. Da fällt dir den Ball ab. Alter, bist du denn des Wahnsinns? Das wäre jetzt cool gewesen, wenn das nichts geworden wäre. Da ist doch nichts geworden. So nimmt er mir so easy den Ball ab. Jetzt schon, weil der noch frisch ist, wa? Renn! Ihr bleibt noch! Nein!
Das war eine echte Chance! Nicht so eine Fake-Chance, wie ich die sonst habe, das war eine echte. Wo ist da der Unterschied? Kann jetzt mal irgendjemand Ibrahimovic töten einfach? Nein! Lauf doch weiter hier, Junge, du stehst doch nicht weiterlaufen, stopp! Der stand richtig gut am 16 und bleibt den einfach stehen. Ach, das ist doch scheiße, was passiert denn hier? Ja, auf wen spiel ich denn? Ich bin Ibrahimovic, ich hab keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. So, hier. Jetzt tu den Ball da weg, Junge! Das kann nicht wahr sein. Der Zauberer von. Das ist der Zauberer von Lutschhausen. Eigentlich sollte der an die Ecke vom 16er, weil da einer gerade hingelaufen ist. Nicht unbedingt auf Ibrahimovic, aber. Nee. Kann man auch mal machen. Okay. Boah, die letzte Minute läuft. Weil hier wird auch die Nachspielzeit angezeigt. Tu es nicht! Tu es nicht! Töte ihn im Zweifel! Ja. Yes! Nein! Der war daneben! Das gibt's nicht! Ja, aber ganz ehrlich, ich finde, in solchen Spielen sollten Kopfballtore gar nicht fallen. Weil die sind voll random. Da kannst du nichts Vernünftiges gegen machen. Das ist halt echt so. Wieso lappen meine Spieler gerade eigentlich so ab? So, jetzt will ich auch mal den Ball haben. Geht doch. Nein, Ball für mich! Nein, das wird keine Torchance. Das wird... Leck mich. Das ist 0:0 zum Spielende. Jetzt Elfmeterschießen. Wir machen Elfmeterschießen. Leck mich am Arsch. Das kann nicht wahr sein. Ein Schuss aufs Tor. Kein Tor gemacht. Das ist ganz schön schwach, Jungs. Ah, vor die Nazi-Parade am Stessel. Wir sprechen alles simultan. Du bist Hast du jemals ein Publikum so simultan marschieren sehen, außer bei Nazi-Paraden? Ja. Südtribüne, die hüpfen doch immer gleichzeitig. Alter, was ist das denn? Wieso schießt der Martial als erster? Also ich möchte mal ganz kurz. Alter, guck dir mal, was du für geile Elfmeter. Oh Gott. Ich muss hier gerade sortieren, das ist korrekt, wa? Nein, musst du nicht. Das ist halt die Reihenfolge, die kannst du ändern. Ja, aber das war wichtig, weil Gomez steht da mit drin, aber der Elfmeter nur 59%. Ja. Die Deutschen haben ziemlich gute Elfmeterschützen. Ja, aber 59 ist doch voll scheiße, oder? Ja, 59 ist voll scheiße, das stimmt, aber der Rest ist ziemlich gut. Achso, ja, aber Mario Gomez ist halt ein Lapp. So, ja, deswegen muss er ja weg. Haben die nebenbei auch noch neuer im Tor. So, wenn ich jetzt auch wüsste, wie das genau funktioniert. Doch, ich muss dann als erster schießen. Okay, aber das ist kein Problem. Wer denn? Nach rechts. Vorbei. Das gibt's nicht. Okay, wie springt man? Ich hab keine Ahnung. Du bist doch gerade gesprungen. Ich dachte, du... Okay. Auch vorbei. Ja schon. Ja. Und... schießt. Wieder nach rechts. Alter, was macht der für einen Anlauf? Na endlich! So. 1-0. Okay, dann probieren wir das jetzt. Nehmen. Ich wusste es! Scheiße. So. Psychologie. Also wenn er trifft, dann sind sie schon zwei Tore weg. Da heizt er den drüber, das gibt's nicht. Okay, wenn ich jetzt einen reinmache, dann ist es auch schon mal gut. Ich will dahin. So will ich ungefähr. Krieg ich das hin?
LOL! Moment, rein theoretisch regelkonform müsste der doch noch zählen. Ach ne, der Spieler hat den wieder berührt, dann zählt er nicht. Aber wenn der von alleine reingetippt wäre, hätte der noch gezählt. War, glaube ich, wieder zu feste. Das gibt's nicht. Das ist schlecht. John. Elfmeterschießen ist gar nicht so einfach. Boah, das wäre jetzt richtig bitter. Das wäre richtig schade, wenn du jetzt einfach gewinnen würdest mit. Guck, die halten sich nicht mehr fest. Man sieht ja, alle haben. Wie, die halten sich nicht mehr fest? Die halten sich doch fest. Die haben sich alle gehabbert. Nur so Hammerhands hatten die alle. War da doch nicht. Yes! Oh Gott! Alter, Respekt, Bram, das war so knapp. Du bist ja in die richtige Richtung gesprungen, das war scheiße. Na gut. Ja, ist Christian Neukönig, dumm gelaufen. Boah, der war 2:0 im Elfmeterschießen. Das darfst du echt keinem erzählen. Ja, aber dafür war das, fand ich, trotzdem ganz schön lustig. Ja, auf jeden Fall, das hat Spaß gemacht. Ja, war zumindest ein lustiges Match. Mal gucken, wer dann gegen mich spielt. Boah, Alter, der Ball von Ibrahim, der hätte auch... Egal. Gucken, wer dann gegen mich spielt. Ich bin euer König. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Vielen Dank. Tschüss.